One, two, three, four. Ich grüße euch. Ich möchte euch heute einen Rhythmus zeigen, der sehr gut zum Jammen geeignet ist, zum Einstieg auch für Leute, die neu anfangen zu trommeln. Und dieser Rhythmus, die Hände bewegen sich die ganze Zeit abwechselnd. Es gibt Taps in dem Rhythmus, das heißt, es sind stumm gespielte Schläge. Und es gibt Bässe und es gibt Höhen. One, two, three, four. Ja, ihr habt es gehört, ich habe das ganze Muster zweimal durchgespielt. Okay, also, die Hände spielen die ganze Zeit abwechselnd. Rechts ist meine Haupthand, das beginnt also auch mit der Haupthand. Ja. Und zwar haben wir folgendes. Zwei Bässe. Das können wir erstmal üben. Noch langsamer. Gemerkt, es ist ein stumm gespielter Schlag mit drin, ja, ein Tap. Mit der Haupthand. Nochmal. 3, 4. Ich mach's mal noch ein bisschen langsamer. 1, 2, 3, 4. Das ist die Struktur. Das spielt ihr dreimal und beim vierten Mal geht ihr damit noch mit der Hand runter. Habt ihr sozusagen wie eine Frage und eine Antwort. Dreimal die Frage und einmal die Antwort, wenn wir das mal jetzt so nennen wollen. Also ich mache mal den Rhythmus insgesamt vor in einem ruhig gehenden Tempo. 3, 4. Okay, das ist der ganze Rhythmus. Okay, hier ist Ingo Gutmann. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem fluffigen Rhythmus. Der ist sehr gut geeignet, um gemeinsam zu jammen oder um eine ruhige Basis zu haben. Eine ruhige Basis. Das ist ein schöner Grundrhythmus. Ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein.